meine Damen und Herren, willkommen wieder hier zurück zu einer neuen Folge von Ich fahre es mal gegen die Klangsäule. Landwirtschaftssimulator 2017, der nächste Teil 2019 ist im Anmarsch, er ist bald draußen, Leute, die große Freude ist da. Und es dauert wohl nicht mehr lange, dann ist er auch auf unserem Kanal hier, also auf unseren, wir sind ja ein Team, wir sind eine Gruppe. Und ich werde mal hier in der Zeit tauschen, denn die sind ja auch noch nicht ganz fertig hier. Meine Helferchen, ja, wir sind voll im Minus. Ich weiß nicht, wir haben Wolle hier, aber aus irgendeinem Grund haben wir null Wolle. Wie ich das verstehen soll, weiß ich nicht. Wir werden einfach mal die Palette mal aufladen. Dann steht ja eigentlich da, wie viel Wolle drauf ist. Hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch, hoch. So. Wir haben 900 Wolle, angeblich. So. Aber uns wird angezeigt, wir haben keine Wolle. Was mich natürlich irgendwie fragt, was das soll. So, der... Ach, sag nicht... Ah, ich habe getankt die ganze Zeit. Nee, hä? Rohr einfahren, Drescher einschalten. Hä? Was war denn jetzt los hier? Wir müssen echt sitzen bleiben. War das immer schon so? Naja, gut. Jetzt ist er eben voll mit dem Kraftstoff. So viel hat ihm nicht gefehlt, ne? Passt ja alles. Ja. Alles 19. Ist er bald auf dem Weg. Auch, wie gesagt, auf unseren Kanal. Es sind einige Sachen, die bald hier auf unseren Kanal wahrscheinlich mal kommen werden. Ich freue mich richtig darauf. Muss ich sagen. Neue Maps, neue Fahrzeuge und einen neuen Spaß. Da wird es richtig, richtig gut. Oh, wir fahren hier vor. Nice. Ist gleich eingefallen. Ach, passt das. Dann... Ja, Dings macht der alleine an. Fahren wir hier ran. Und beginnen die ganze Scheiße nochmal von vorne. Wie weit ist denn unser Helfer? Der ist so weit wie fertig. Halt, wir möchten anhalten. Wir möchten mit die letzten paar Meter tun wir uns mal das Geld sparen. Wir müssen überlegen, was machen wir denn? Wie viele Schafe haben wir denn? Können wir nicht eigentlich ein paar Schäfchen verkaufen? Ja, ich weiß, verkaufen. Hohohoho, der Sechste kommt wieder raus. Wir haben 17 Schafe. Ey, da können wir doch ein paar verkaufen. Das ist ja eigentlich das kleinste Problem. Hängen wir dem ab. Und da fahren wir... Die haben auch keine Produktivität. Wieso denn das? Was passiert denn, wenn ich jetzt mal vorspule? Nö. Irgendwas stimmt dort nicht. Wir gehen jetzt trotzdem mal welche verkaufen. Wir haben es außerdem bei mir, ja, wir sehen ja die Uhrzeit. 16 Uhr. Wir werden mal kurz wechseln. Wir werden die mal wegnehmen hier. Die passt ja nicht hier drauf. Aber schräg. Schräg wird's. Wurzel vielleicht drauf passen. Das ist ja schwer. Also im echten Leben bin ich ja auch noch kein Ding gefahren hier. Kein Kompaktlader. Ich bin ja bloß Radlader gefahren. So. Da fällt mir gerade ein, ich muss noch jemand schicken, auf was
für ein Gerät ich eigentlich auf der Arbeit sitze. Das wollte jemand wissen. So. Nicht die 1 an Sicherheit, aber das passt schon. Ja, jetzt sagt er 990 Volt haben auf immer. Jetzt entstehen auch auf immer Tiere. Also es gab anscheinend einen kleinen Bug hier dabei. Was hier kann... Ah, jetzt sehe ich hier. Ich hoffe, das ist im nächsten Teil nicht ganz so verbuggt. R. Und R. Steht gut. Eigentlich könnte man... Ja, hier. Das wäre der andere gut noch. So. Na? Klappe zu. Auf das. Und jetzt gucken wir mal. Licht. An. So, dann fahren wir mal kurz. Wir brauchen ja immer wieder ein kleines bisschen Geld. Selbst die kleinsten Gelder bringen uns schon sehr viel. Das sehen wir auch beim Eurotruck-Simulator. Jetzt müssen wir hier hoch. Ich bin seit ewig nicht mal im Landwirtschaftssimulator gewesen. Beim neuen Teil versuche ich auch wieder mit Rolli und Lubbig aufzunehmen. Da muss man, glaube ich, hin, oder? Ja, ich glaube, hier war es richtig. What? 8000 für 900 Wolle? Haben die es geändert? Verdammte 8000? So, jetzt verkaufen wir noch vielleicht 2-3 Schafe. Wie viel verkauft man? Also wir müssen ja wieder aufs Plus kommen. Wir fahren auch dann noch die Ernte irgendwo mal weg. Also mein Auto muss hier unten stehen bleiben. Das ist die beste Möglichkeit, um die Wolle hin und her zu fahren. Kriegen wir zwar immer nur ein Paket drauf. Aber okay, so, wir gucken mal kurz. Wolle, genau 0. Nächstes Tier in 64 Stunden. Produktion, Reproduktionsrate 56. Produktivität sind wir bei 100. So, dann holen wir. Ja, der ist schon relativ weit. Der auch. Den hier. Wo ist denn? Haben wir keinen Anhänger? Habe ich den bloß im... der PlayStation? Doch, hier. Ah, das steht, genau, das stand hier drin. Der steht ja hier hinter mir eigentlich schon. Das dauert zu lange mit 14 km/h. Drehen wir um. So, mal ein kleines bisschen schneller. Und dann gucken wir mal. So, ich möchte auch in nächster Zeit wahrscheinlich auch was anderes noch aufnehmen, was auch bei mir noch nie kam. F. Da fahren wir jetzt mal schnell ein paar Tiere weg. Das wird eine Weile dauern. Also ich habe überlegt, ob ich nie vielleicht falsch rumfahre. Leech of Legends spiele. War es Leech of Legends? Ja. Fortnite bin ich nicht so der Typ. Ich bin allgemein nicht so der Typ von den Kriegsspielen. Ja, Battlefield, wenn sie. Aber. Wenn wir mal gucken, wie es aussieht, ob wir es machen, ob wir es nicht machen. Deswegen ist ein Hin und Her, muss man schon sagen. Richtig gefallen tut mir das Spiel ja nicht. Ich habe gerade auf mein Handy was geguckt. Oh, so einen Wagen würde ich restaurieren wollen. So schön mit Ladeklapp, also die Holzdinger. Die gefallen mir. Kommt bloß nicht auf den echten Namen, also auf den Real-Life-Namen von den Oldtimern. Die gefallen mir. So, ich bin immer noch im Überlegen, wie viele Tiere nimmt man mit. Das müsste man wahrscheinlich auch im nächsten Part machen.
Weil wenn man hinfährt, kriegt man ja wieder mehr Geld, als wenn man sie bloß so verkauft. Da muss man ja wieder Transportkosten von 100 Euro oder $50, 50 Euro pro Tier nehmen. Und das ist ziemlich viel. Das ist schon viel. Ich habe ja noch andere Projekte jetzt auf meinem Kanal, die neu laufen. Moment. Bin ich mal gespannt, wie die ankommen. Also Minecraft läuft ja wieder. Minecraft Back to, wie habe ich das genannt? Gehe, kann ich nicht schneller fahren? Wow, 1 km/h kann ich schneller fahren. Obwohl der 1 km/h bringt auch nicht viel. Ach nee, Position 1 war. Und Umleuchte. So. G hat die Dings fertig. Da werden wir den Helfer, also das andere Fahrzeug, jetzt auf die andere Maschine draufsetzen. Das werden wir jetzt gleich schnell machen. Ach, ich muss ja oben ranfahren. Das werden wir mal schnell machen. Und dann würde ich sagen, im nächsten Part fahren wir mal alles weg. Also fahren, machen wir das, was wir diesen Part jetzt noch nie gemacht haben. Auf Deutsch. Gut, okay, das können wir noch nie wegfahren. Das wird noch nicht. Das heißt also, auf Deutsch, die Schafe fahren wir dann weg. Wir wissen dann auch, wie viel Schafe das sind. Und ich würde mal sagen, wenn euch der Transport gefallen hat, gebt mir noch oben, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Denn dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Menzi. Ciao, ciao.